Seit einem schweren Skiunfall sitzt der ehemalige Bundeswehrsoldat Tobias Schweiger im Rollstuhl. Die Bilder des Unfalls verfolgen ihn bis heute. Ja, es war die letzte Abfahrt. Die Frauen haben eigentlich oben am Lift schon gesagt, ihnen reicht's für heute, sie kehren ein. Und die Männer wollten noch die letzte Abfahrt nutzen, wegen dem schönen Wetter. Und ich habe gesagt, okay, bin dabei, warum auch nicht. Und ja, und dann wurde mal ein Eisbrocken zum Verhältnis, den ich eben durch die Lichtverhältnisse, die damals waren, übersehen habe. Der hat mich dann ausgehebelt und dann bin ich ziemlich weit und ziemlich tief den Steilhang runter und auf einer Eisplatte mit dem Genick gelandet. Und für mich war dann damals eigentlich sofort klar, dass da mehr ist als eine einfache Prellung oder ein normaler Knochenbruch, da ich mich einfach sofort nicht mehr bewegen konnte. Die Diagnose: Querschnittslähmung. Seitdem hat Tobias täglich mit schweren Schmerzen zu kämpfen. Doch eine besondere Form der Stammzellentherapie, die in Panama angeboten wird, gibt ihm Anlass zur Hoffnung. Meine Hoffnungen von der Stammzellentherapie sind natürlich auch das Motorische, dass ich da Fortschritte mache oder Sachen dazu bekomme, neue Muskelgruppen. Aber das Wichtigste mit sind mir die Schmerzen, dass mir die einfach genommen werden, weil ich habe sie von früh bis abends und schlafe nicht viel, am Stück vielleicht 3 Stunden und werde dann schmerzbedingt wieder wach. Dementsprechend viele Opiate muss ich dafür nehmen, damit ich das einfach halbwegs ertrage. Und ich meinte immer, einiges an Schmerzen aushalten zu können, doch ja, die Grenze ist schon weit überschritten. Unterstützung, um die Therapiekosten in Höhe von rund 80.000 Euro mit Spenden zusammenzukriegen, bekommt er von seinen Freunden, allen voran seiner besten Freundin Konstanze. Also bislang läuft es sehr gut. Insgesamt haben wir jetzt fast an die 10.000 Euro in einem Zeitraum von circa 2 Wochen. Und wir hoffen, dass das so weitergeht. Wir planen auch weitere Aktionen, demnächst hoffentlich in München, vielleicht aber auch in Rosenheim, weil wir da schon weil es da sozusagen schon bekannter ist durch die Regionalblätter, und das sind die nächsten Pläne.